Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken der Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Genau. Ihr seht schon, ich bin hier am Basteln und am Bauen. Weil wir müssen ja weitermachen, ne? Gestern ist leider ein Arbeitstag ausgefallen in Hundsgrab. Unglaublich, oder? Ein ganzer Tag ist mir verloren gegangen. Einfach mal so, wegen keiner Zeit, wegen Silvester. Ja, Silvester steht vor der Tür. Und da ich in diesem Jahr auch eine kleine Silvesterparty feiern will mit meinen Freunden, habe ich etwas mehr Aufwand dieses Jahr. Und das hat sich einfach hier mit den Folgenaufnehmen nicht vereinbaren lassen. Und noch mit dem Arbeiten nebenbei. Ich bin nämlich noch am Arbeiten. Mal gucken, wie sieht das aus. Könnte ruhig noch sogar ein höher. Es könnte sogar noch ein höher. Ha, ich bin nämlich gerade am Überlegen hier, wie wir das Ganze gestalten. Schule für Gestalten, ja. Und das ist Batanga, was ihr hier seht. Moment, wo waren das jetzt hier? Nein. Da? Ja. Ja, genau, das ist Batanga, aber höher dann nicht. Ne? Also das ist dann die maximale Ausdehnung hier, die das haben sollte. Dass es nicht zu hoch wird. Aber es sollen schon Langfenster werden. Lange Fenster kann man sie auch nennen. Oder Langfenster auch genannt. Autsch, das tut mir auch noch weh. Ja. Hier muss dann Fußboden drauf. Den machen wir aber nicht aus Beton. Jetzt wollen wir erstmal von außen sehen, wie das Ganze ausschaut, was wir uns hier so verknöspelt haben. Da fehlt natürlich noch einiges. Ich war Material besorgen, hatte ich euch ja versprochen. Da ist es nicht. Es ist einmal, habe ich es hier hinten reingepackt. Moment. Ich zeig's euch. Hier in die Kiste. Nein. Doch, da in die Kiste. Und dann noch in meine Endertruhe, beziehungsweise Schalke-Box, die ich hier habe. Schalke-Box. Schalke, Schalke. Nein, ich bin kein Schalke-Fan. So. Die ist auch noch voll mit Material. Ja, das ist schon die richtige Höhegröße. Jetzt wollen wir mal was ausprobieren. Und zwar... passt mal auf, Freunde. Ich habe nicht so viel dabei. Ich habe hier nämlich geterraformt. Ihr seht schon. Und die Dorfbewohner sind auch sehr interessiert, was das neue Gebäude angeht. Sie gucken zumindest schon mal vom Weiten. Aber sie sind natürlich doof. Die wissen auch, dass das noch nicht eröffnet wurde. Das nehmen wir mal mit und dann nehmen wir noch mal hiervon ein bisschen was. Nee, Quatsch, da. Davon ein bisschen was mit. Und zwar 1, 2, 3, 4. Und daraus machen wir uns jetzt schön. Hier, ne? Ihr wisst schon. Roten Sandstein, genau. Roter Sandstein. Ja, ich war im Lehmbiom mit der Pegasus da oben ist er und habe Lehm abgebaut. Und es wurde in der letzten Folge, also vorgestern, auch gefragt, ob ich nicht mal ja, Lehm abbauen könnte. Oder Rohstoffe abbauen könnte, wenn alle dabei sind. Also 1. So, das wäre ja so. Dann käme 1, 2, 3, ne? 1, 2, 3 mal Lehm. 1, 2, 3 mal Lehm. Dann einmal Ernie. Ah, sind wir noch lange nicht auf der Höhe. Dann müssten wir die Säulen länger machen. Habe ich Behutsamkeit dabei? Effizienz und Haltbarkeit. Ne, ich habe die falsche Schaufel dabei. Macht aber nichts. 4, 5. Und dann 6. So, dann wären wir auf der richtigen Höhe. Zumindest, ja, gefühlt auf der richtigen Höhe. Und ich muss natürlich auch noch Beton nachgießen. Das wird mir nicht... erspart bleiben. Erspart bleiben, wollte ich ja nicht sagen. Schauen wir mal nochmal von unten, wie das jetzt aussieht. Mit einer Säule kann man das noch nicht so richtig sehen. Und ich zeige euch mal, was ich hier innen alles bisher schon gemacht habe. Ist nicht viel, was ich ohne euch gebaut habe. Wir gucken nur einmal noch von außen. Ja... Das Schöne ist, da muss noch gar keine Säule hin, wo ich die jetzt hingebaut habe. Ja, doch, kann man machen, ne? Kann man machen. Könnte man machen. Ich muss nochmal gucken, Materialien. Haben wir noch normalen Lehm? Hier ist noch normaler Lehm. Ja, den haben wir da, okay. Dann brauchen wir noch, den haben wir da, okay. Ja, vielleicht sollte man das wirklich anders machen. Ist das zu hoch? Ich glaube, es ist ein zu hoch, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall Beton machen. Da müssen wir jetzt erstmal hin. Ganz schnell mal Beton verknüppelt. Ich hoffe, wir haben genug Farbstoff und so dabei. Wartet mal. Nicht, dass ich den hier in irgendwelchen Boxen habe. Also hier werden natürlich die Wege weitergeführt. Und da ist es nicht. Da sind aber noch Steaks drin. Das ist ja lecker. hier haben wir noch Gelb. Für gelben Beton, ja. Hier haben wir noch roten Beton, aber kein Orangen. Dann habe ich den Farbstoff tatsächlich mit ins Lager geschnitten. Ne, da ist er, siehst du?
Farbstoff, Sandstein. Und das ist die Keramik. Aber ich möchte gerne mal was mit Beton bauen, weil wir das noch gar nie gemacht haben. Ich würde aber sagen, die Höhe von dem Teil, da reicht Masse hin. Ne? Die reicht Masse aus. Jetzt müssen wir mal kurz quer durch Hunsgrab zur, hier Betongießerei, bei Tangafarm, Betonmischanlage sozusagen. Und müssen da mal ein wenig Beton machen. Orangen. Hier habe ich nur gelb. Aber ich habe, glaube ich, auch orange da, ne? Hoffe ich doch mal. Ja, muss man natürlich wieder durch halb Hunsgrab rennen. Das kennt er ja schon, ne? Kennt er nicht anders, vor allen Dingen von mir. Dass man immer durch halb Hunsgrab rennen muss, bevor man irgendwas machen kann. Da sind wir. Wunderbar. Hier ist die Betonfarm. Die Betongießerei, ne? Hatte ich auch einen Namen? Habe ich immer noch nicht aufgeschrieben, verdammt. So, da haben wir nämlich siebenmal den Farbstoff. Okay, warte mal. Ich habe noch eine rote Blume, habe ich noch irgendwo gepflückt. Am Wegesrande. Da können wir auch nochmal orange raus machen. Alle meine Farben wird diese Folge heißen wahrscheinlich. So, und wir haben auch noch Batanga. Ne, haben wir nicht. Alles klar, dann machen wir uns noch welchen. Eins. Und hier auch mal eins. So, zack, zack. Dann macht man das ja für die Leute, die das Batanga-Rezept nicht kennen. Einmal hier so ein L. So ein bisschen wie Tetris ist das Ganze. Dann macht man einmal den hier. Den Eckklotz von Tetris. Und dann nochmal 9. So, und jetzt haben wir erstmal ordentlich davon. Wir werden aber auf jeden Fall noch mehr davon brauchen. Haben wir noch Farben? Warte mal, ich habe ja... Habe ich hier vielleicht noch irgendwo gelb? Was brauchen wir denn noch? Rot. Rot, rot, rot. Rot, rote, rot. Nee, wir haben kein Rot da, ne? Hier ist das, das, das. Nee, Rot haben wir nicht da. Okay, wir müssen noch roten Farbstoff besorgen. Aber wir können das, was wir hier haben, erstmal umwandeln. Also hier im Grunde ist hier nun so eine endlose Wasserquelle. Die ist einfach nur hier auf dem Block gesetzt. Die läuft hier runter. Und hier an dem Trichter vorbei. Und hier ist eine Kiste, wo dann die Rohstoffe reinkommen. Hier packen wir jetzt den größten Teil von dem orangen Farbstoff rein. Und dann nehmen wir in die linke Hand den Beton und in die rechte die Spitzhacke. So, das heißt mit links legen und dann kriegen wir sofort einen nach. Und dann einfach beide das war jetzt Vorführeffekt. Beide Maustasten drücken und ab geht die wilde Fahrt. Und da kann man auch ruhig was nebenher trinken. Moment, nicht gegen das Mikro kommen. Nicht gegen das Mikro kommen. Und irgendwann macht es dann Kling und dann sind die 64 weg. Dann verändert sich der Sound kurz anders und dann merkt man gleich, ah okay, jetzt sind die 64 Blocks aufgebraucht. Ich glaube noch nicht. Nee, noch nicht. Jetzt. Pop, und dann kann man aufhören. Und dann hat man hier den ganzen gefärbten Beton sozusagen. Bisschen problematisch ist jetzt, dass wir keinen Farbstoff mehr da haben. Das heißt, wir müssten entweder nochmal gucken, ob wir hier noch welchen haben. Haben wir nicht. Oder wir müssten noch orangen Farbstoff holen. Können wir ja machen. Denn wir werden mehr davon brauchen. Achso, ja, ihr wollt ja zusehen, wie ich mal was abbaue. Ihr seid jetzt gerade live dabei. Das, der Nachteil ist nämlich, wenn man gerade was abbaut, kann man nichts anderes machen. Das ist der kleine Nachteil. Dann ist man halt mit der Arbeit beschäftigt. Aber so ist das. Und wenn wir jetzt zu wenig Rot haben sollten hier im Lager, im Farblager, haben wir, dann können wir aber auch hier einfach Knochenmehl nehmen. So, dann gehen wir zu unserer Rose, rote Rose. Alle meine Farben passt wirklich gut für die Folge, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und dann machen wir hier einfach, mit der eine Vermehrung. Ja, da guckst du, wa? Da guckt die Köchin und wundert sich. Oh, guck mal, wie schön. Und dann kommt hier ganz viel roter Farbstoff raus. Und jetzt haben wir ihn aufgebraucht. Jetzt machen wir aus diesen 31 Rosen, machen wir jetzt schön Farbstoff. Zack, Moment. 31 Rosen schenke ich dir. Das sind dann 62. Dann machen wir einfach den und den. Und dann haben wir hier ganz viel Farbstoff. Und dann können wir den roten Farbstoff sogar noch auf Halde tun. Mit 62 Farbstoff kommen wir lange hin. Oh, es wird gerade Nacht. Ich habe kein Bett mit, ne? Das ist aber schlecht, oder? Ich hoffe beim, dass hier irgendwo ein Bett ist. Ja, da ist eins. Ich sehe es schon. Ich kann schlafen. Oh Gott, immer diese Hetze in der Nacht, ne? So ist das aber. Und wir müssten wahrscheinlich nochmal... Ich höre immer Dorfbewohner, ich sehe sie aber kaum.
Aber wir müssen wahrscheinlich nochmal hier ein Stack hiervon mitnehmen. Ja, leider. Geht langsam zur Neige, unser Tropenholz. Aber so ist das halt, ne? Es geht immer alles irgendwie zur Neige. Ja, und dann gehen wir jetzt nochmal hier ganz kurz rein. Und werden nämlich jetzt mal hier unsere Buße. Ach, dann habe ich die, okay. Ich habe die in der Schalker-Box, die Behutsamkeitsschaufel, ne? Ich habe ja auch eine Schaufel mit Behutsamkeit, Spitzhacke mit Behutsamkeit. Das ist ganz gut. Die habe ich dann in der Truhe. Okay. Hier, das färbt sich jedes Mal anders, wenn ich hier lang komme. Total witzig. So, quer durch uns gab geht's wieder. Den neuen Weg entlang, den wir ja hier oben vor, so, keine Ahnung, 30, 40 Folgen gebaut haben. Und dann kommen wir auch schon wieder an das Krust Center, an die Krusthalle. An den Krustspeicher. Speicher passt am besten, ne? Zu, so mittelalterlicher Speicher. Ja, wir haben jetzt Farbstoff gemacht, aber wir hätten natürlich auch gleich noch mehr Steine machen können, ne? Machen wir dann. Hey, das ist immer am besten. Jetzt ist die Frage, wie hoch. Aber ich würde sagen, wir werden tatsächlich die andere Höhe annehmen. Ich hole mal noch ein bisschen Erde. Ja, ein bisschen wenig Erde. Die habe ich jetzt gerade vor kurzem erst verbraucht. Die ganze Erde verbraucht da. Hier 33, wunderbar. Als Eselsbrücke, ne? Für den Esel, das bin ich. Okay, hinauf, meine lieben tapferen Freunde. Ja, das Jahr ist bald um und auch die Staffel neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Muss man ja auch mal so sehen. Und ja, dann sind wir durch wieder mit der nächsten Staffel. Und dann geht es schon auf die 2000er Staffel. Das heißt, in der nächsten Staffel werden wir dann irgendwann die 2000. Folge erreichen. Ist das nicht der Wahnsinn? Ist es, oder? Tada! Ja, und überhaupt die Folge 2000 ist schon der Kracher. So, dann würde ich nämlich sagen, wir wollten das Fenster nur so hoch machen, ne? Das heißt, wir geben hier noch einen drauf. Nee, das war jetzt, glaube ich, schon falsch. Und hier kommt jetzt wahrscheinlich Leben raus. Ja, verdammt. Wir machen es ein bisschen kleiner. Das hat so keinen Sinn. Erstmal sparen wir natürlich so ein bisschen Rohstoffe. Außer Lehm eventuell. Aber kommt ja immer viel Lehm raus. So. Das Fenster war okay, haben wir gesagt, ne? Und hier war es zu viel. So, Vorsicht, da nicht runterstürzen. Das heißt, wir setzen hier jetzt wieder einen ein. Ja. So, wieder einen ein und dann passt es ja auch. Genau. Das heißt, das ist unsere Höhe. Und hier kommen dann überall noch die Stützen drauf. Uah. Ja, jetzt könnten wir eigentlich theoretisch schon mal runtergehen wieder. Hinunter, runter. Okay. Ja, ich sag mal, das reicht schon von der Höhe ungefähr. Das reicht schon von der Höhe. Und von innen, wie sieht's da aus? Jetzt schauen wir nämlich mal rein in die gute Stube. Und da seht ihr, ja, dann haben wir hier oben, kommt dann Licht rein. Da oben kommt ja dann noch ein Säulengang drumrum. Und hier hinten kommt sozusagen der Hof hin. Ja, hier ist sozusagen der Hof, ne? Hier ist dann Ende. Da können wir noch einen Baum hinstellen. Und hier kommt der Hof hin und auf den Hof kommt natürlich dann Holz drauf, hatte ich mir so gedacht. Genau, also dass hier so eine Rampe ist, so eine Auffahrt, wo dann die Kutschen drauf fahren können und sozusagen hier die Waren anliefern können. Das heißt, hier wird unser Warenanlieferungspunkt für die Halle. Gott, ist die Musik laut. Jetzt will ich nochmal gucken, ob wir das so lassen oder ob wir da noch irgendwas anders machen. Ich glaube, wir lassen das erstmal so. Das heißt, wir könnten das so jetzt erstmal direkt durchziehen. Ich hole mir jetzt noch mal ein paar Stufen, damit wir noch ein paar Schritte nach vorwärts kommen in dieser Folge. Wenn man immer wüsste, wo man alles hingepackt hat. Ne? Da haben wir die Stufen zumindest schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Das ist auch symmetrisch. Das ist aber asymmetrisch. Das heißt, wir müssten da was anderes machen. Das gefällt mir also noch nicht so gut. Heppa, arg. So. Ich hole mir auch gleich mal die Schaufel mit... Ja, so könnte es schwer werden, hier irgendwas zu Steine zu kriegen. Ich muss ja da oben hinkommen, ne? Ungefähr da. So, ne? Also im Grunde da ganz oben. Na, das sieht schon besser aus. So langsam kriege ich Routine, aber naja. So.
Das ist schon ganz schick. Jetzt hole ich mir mal eben die Behutsamkeitsschaufel. Ah, Moment, die habe ich hier in der anderen Schalker-Box. Die ist ja noch übergeblieben vom Weihnachten. Und Haltbarkeit, Effizienz, Behutsamkeit. Behutsamkeit. War das richtig mit der Schaufel? Hm? Okay, ich gucke nochmal. Denn wir müssen ja hier... Das Ding muss wieder weg. Wenn ich das jetzt mit... Ah ja, mit Behutsamkeit geht's natürlich, klar. Das ist also noch nicht so schön hier, die Ecke. Aber da habe ich vielleicht schon eine andere Idee. Da habe ich vielleicht schon eine andere Idee. Ich ziehe das jetzt einfach mich immer gerade durch. Passt mal auf. Das ziehe ich denn nicht gerade sehr schick. Aber wir haben ja hier so ein Doppelbalken, ne? Einmal hier und einmal da. Man könnte jetzt hier auch so einen kleinen Erker rausziehen im Grunde. Hm. Obwohl ich glaube, es wäre ein bisschen zu viel des Guten. Haben wir hier noch irgendwann dann Abgrenzung? Nee, genau. Dann kommt nur noch die Mauer. Das heißt, hier würde eigentlich so ein Doppelding hinkommen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich gucke nochmal von unten. Das sind immer die Überlegungen dann, ne? Wie man es dann genau gestaltet. Ja, da würde ich... Ich habe da, glaube ich, einen Plan. Und ihr wisst ja, ne? Ihr wisst es doch. Ach ja, ihr wisst es ja. Ein Plan ist ein Plan und bleibt und ist auch ein Plan. Das heißt, ich würde hier erstmal die normalen Steine hinten machen. So. Und dann hier mal so Stufen zwischen eventuell. Man könnte jetzt Halbstufen machen, man könnte aber auch... also Treppenstufen, ne? Das wäre die eine Variante. Dann ein höher. Und dahin hin. Dann die nächste Treppenstufe hier dran. Ja, können wir auch von der Treppenstufe aus machen, oder? Nee, besser von hier. Der nächste. Und da noch einer hin. Und hier wieder eine Treppenstufe zwischen. So, dann sieht das, da haben wir da noch eine kleine Variation. Ich kann auch zwei hochgehen, geht natürlich auch. Klar, Logo. Und dann zwei Treppenstufen hinsetzen. Eins, zwei. Und hier oben müsste dann wahrscheinlich aber ein Klotz drauf, richtig? So, also im Grunde das Ganze. Ja, könnte man so machen. Könnte man so machen. Hier müsste natürlich der normale Wand hin. Das heißt, ich würde hier eine ganz normale Wand hinziehen. Aus Batanga, unserem neuen Lieblingsrohstoff. Nein, natürlich nicht. Ist dann eine ganz eigene Farbe. Natürlich, klar. So, okay. Jetzt müssten wir hier mal irgendwie runter. Autsch, wollte ich die Säule auffangen. Dann können wir uns ja hier zwei hochbauen, meinetwegen. Eins, zwei. Und nehmen dann schon mal die passenden Rohstoffe in die Flossen genossen. So, einmal das Zeug und einmal das Zeug. Richtig? Richtig. Bei dem ist es ja egal, wie ich ihn setze. Und dann 1, 2, 3. Die Schaufel kann ich beiseite packen. Ich kriege echt schon wieder Probleme hier mit meinem... Oranger Beton. Mit meinem Rohstoffen, ne? Und hier wäre ja dann wieder ein Fenster, richtig? Hier wäre ein Fenster, genau. Aha. So, dann käme hier noch einer davon drauf und dann der Knöps. Und hier könnten wir dann einfach so hochgehen. Zack und zack und zack. Und dann käme schon, ouch, das nächste. Wir stürzen uns hier noch zu Tode, Freunde. So geht das doch nicht. Hier kommen auch zwei hin. Da auch zwei. Da auch zwei. Da auch zwei. Einer. Hier kommen auch wieder zwei hin. So, und so können wir das dann langsam weiterziehen. Wir dürfen nur nicht vergessen, hier auch unsere Säule hinzubremseln. Quatsch. Einmal reicht. Autsch. Einmal reicht. Habe ich doch gesagt. Verdammt. So ist das Leben, ne? Ja, ich hoffe, ihr habt auch schon gute Planungen zu Silvester. Für eine schöne Party oder so. Ich weiß ja nicht, was ihr vorhabt. Ich kann ja nicht immer wissen, was ihr vorhabt, ne? Das geht ja nicht. Ich hoffe aber, dass ihr schon einen guten Plan habt und alles schon eingekauft habt. Kracher und sowas. Alles, was halt dazugehört. Autsch, verdammt. Das war jetzt ganz dämlich. Autsch. Naja, ich wollte ja sowieso mal die Rohstoffe einsammeln und mal gucken, wie es aussieht. Ja. Ja.
Ich überlege gerade, ob ich die Ecken dann in dem Braunton mache. Wisst ihr? Dass man die Ecken dann wieder mit gefärbtem Lehm eventuell macht. Mit orangen gefärbtem Lehm. Haben wir da überhaupt noch was von? Ich hoffe doch, ja. Ach nee, das ist ja hier. Glatter roter Sandstein. Ne? War das doch, oder? Glatter roter Sandstein. Dann könnte man das schöne absetzen nochmal. Das machen wir auch. Gleich nachdem wir geschlafen haben. Also morgen. Hm. Ah ja, wunderbar. Jetzt wieder nach oben und dann machen wir das nämlich unten. Weil das ist doch glatter roter Sandstein, oder? Nee, das ist Beton, genau. Das ist Beton. Und der glatte rote Sandstein ist hier. Oh, ich hoffe, der reicht überhaupt. Moment. Ha, wer sagt's denn? Jetzt sollte er auf jeden Fall reichen. Das ist doch der hier, ne? Zack, ja genau. Dann werden wir die Ecken nämlich so ein bisschen absetzen. Das finde ich, glaube ich, auch besser. Okay, warte mal. Ist da jetzt die Ecke, ne? Genau, da ist die Ecke. Das heißt, die drei müssten weg, die letzten drei müssten weg. Und ich krieg's noch hin, obwohl wir gar nicht mal so eine große Höhe bis jetzt überwunden haben, mich hier zu Tode zu stürzen wahrscheinlich noch. Das wär's ja. So, und so, ne? Und einer noch, ja, einer noch. Okay, der kommt auch noch weg. Ihr wisst, wie ich es meine, ne? Also ihr habt das schon mitgekriegt. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ja, meinetwegen auch so. Nein, Moment. Zack, wieder weg. Da den Weg habe ich auch mal ein bisschen schöner gestaltet. Der war nämlich noch mit Erde an der Seite. So, so sieht das Ganze dann aus. Das ziehen wir jetzt einmal ganz rum. Und dann schauen wir mal. Man könnte hier auch noch so schöne Erker ansetzen. Und da werde ich mir nochmal überlegen, ob ich das vielleicht sogar mache. Also ich mache das jetzt gerade hier nur, damit das nicht ganz so trist wird, ne? Trist der Mist. Hey. Auf der anderen Seite machen wir das natürlich dann genau so. Hops, da springen wir drauf. Dann können wir hier nochmal eine Säule anferkeln. So, Quatsch. Würde natürlich auch gehen, wollen wir aber nicht. Arg, komm schon. So, und dann 1, 2, 3. Dann können wir da schon mal wieder Beton hinmachen. Ja, ich baue gerade noch ein bisschen wild. Das gebe ich gerne zu. Aber es wird noch besser, Freunde. So, denn hier kommt das rein. Ne, weil hier kommt ja das nächste Fenster dann. Immer dazwischen die Fenster. So, das können wir auch noch machen. Und das auch noch. Und das dann auch, weil das ja das nächste Fenster dann schon wieder wird. Und so können wir dann auch fortschreiten mit den letzten Bauabschnitten, indem wir das einfach so machen. Und dann hier nochmal einen oben drauf. Immer noch einen oben drauf. Kennt ihr ja. So, 1, 2. Hier ein zwischen. Zack, zack, zack. Ganz, ganz simpel das Ganze. Ja, jetzt geht es wieder ziemlich weit runter. Man kann natürlich sagen, macht einfach den hier. Und dann isst man erstmal was. Und ich sehe gerade, die Folge ist wieder rum. Verdammt, wie dumm. Ja, morgen ist dann Silvester, der lange Silvestertag. Und ich sage von dieser Stelle erstmal, liebe Leute, wir gucken nochmal von vorne, ne? Auf die eine Minute kommt es jetzt auch nicht mehr an. So viel gebaut. Ups, schnell einsammeln. Ich lasse der bis Silvester weg ist. Da habe ich das so, okay. Man sieht es kaum, ne? Man sieht es kaum. Nur das geschulte Auge sieht, dass hier einmal roter Sandstein und da Beton verbaut ist. Genau, und da können wir ja auch noch so ein Fenster machen wie unten, ne? Das können wir natürlich auf jeden Fall machen. Dass wir hier nochmal so Fenster reinmachen. Sehr gut. Und oben kommen dann gelbe Fenster wahrscheinlich rein. Und dann sieht das, finde ich, schon mal gar nicht mal so gut aus. Und ich sage jetzt erstmal, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und bis zur nächsten Qual. Euer Opa Zeron.